Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Nioh 2. Wir sind jetzt bei der Mission Unerschütterlich. Hey, erinnerst du dich noch an das Dorf, das wir vor einer Weile besucht haben? Man sagt, es sei ein geisterhafter Erscheinung in der Gegend aufgetaucht. Das kann doch nicht wieder einer dieser Eulen-Yokai sein, oder? Nun ja, ich bin auf jeden Fall neugierig und will wissen, was dort los ist. Aber wenn es um Geister geht, bin ich keine große Hilfe. Könntest du dir das mal ansehen? Ich möchte das mal ansehen. Okay, es gibt keine Kodama. Dann, let's go. So. Da bin ich ja mal gespannt, ob das wieder so eine Eule ist. So eine Tatarimocke? Irgendwie so? Tatarimocke? Ich glaube, ja. Ja, ich habe mich jetzt wieder ein bisschen vom Aussehen her ein bisschen verändert. Jetzt sind die Arme ein bisschen freier. So Netzsachen und so. Einfach mal, damit das Aussehen ein bisschen immer anders ist. Sieht eigentlich sogar besser aus als mit so einem Cape hinten, muss ich sagen. Und ja, ich hatte mich sogar gelevelt gehabt. Mann, ey. Diese ganzen Zauber haben dir alle nichts gebracht, mein Freund. Der ist schon mal weg. Oh, ich muss die ganze Zeit feuerfeilig voll Horst. Huch. Das war so aber nicht bedacht. Oh, das ist ein Gegner. Wenn das nicht cool war, dann weiß ich auch nicht. Dann ist gar nichts mehr cool. Das war super. Das habe ich gefühlt, dass ich hier zack den gemacht habe. Fand ich stark, persönlich. Tschüss. Der Sohaya-Töter, ja moin. Warte mal, hier liegt noch was. Pfeile. Ich habe übrigens jetzt nicht nachgeschaut, was dieses Durchsichtige war, was ich da hatte. Also ihr wisst, was ich meine, das, was ich da eingesammelt habe, worüber es keinen Namen gab. Weg die Sau. Ja moin. Wow, was war denn das gerade? What? Ey, hab getroffen! Das ist schon wieder Schiebung, ey. Ich hab doch getroffen gehabt. Naja. Kann man nichts machen. Das Einzige, was man dann machen kann, ist das hier. So, machen wir den nochmal schnell weg. Schon wieder nicht getroffen. Ach, guck mal, hier ist ja unser Grab, das habe ich gar nicht gesehen. Nehmen wir doch gerne mit. Wir wollen doch die Amrita haben. Oh, tschüss. So. Was haben wir denn jetzt hier noch so für Gegner? Da ist ein Hund.
hoch. Scheiße. So. Ey! Gott sagen. Die kleine Sau, ey. So ein Schwachsinn, dass der mich sofort gesehen hat, ey. Oh, das ist doch Geld. Das Geld dürfen wir natürlich nicht liegen lassen. Hier ist ja auch noch ein bisschen was. Aber wo ist denn jetzt hier der... Ach, da ist er! Guck mal, wenn er gar nicht in diesem Modus ist, wo er quasi nicht gestaggert werden kann, dann ist der übelst einfach. Und mit staggern meine ich eigentlich hier, wenn man ihn schlägt, dass der halt nicht Knockback hat. Kein Knockback, genau. Das wollte ich sagen. Also wenn die kein Knockback haben, sind die echt easy. So, wir werden natürlich auch hier alles erkunden, ist klar. So, du kommst gar nicht erst dazu, ey. Hey, okay, hab ich nicht getroffen. Okay, 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 ja, ich verstehe. Ah, diese Sohaya-Kämpfer. Die sind schon nicht ohne. Aber das ist hier jetzt ein Dorf. Ach so, ich verstehe, deswegen macht Mumio hier nicht mit, weil das alles Sohaya-Kämpfer sind, ne? Oder? Ich denke mal, ja. Vielleicht weiß sie davon ja auch gar nichts. Ich weiß es nicht. Da müssen wir gerade nochmal hier rüber. Kennen wir ja alles noch aus der vorletzten Folge. Ne, vorletzten. Oh, warte mal, neues Gewehr. Neues Gewehr könnte gut sein. Oh ja, das ist es auch. Warte, was hat der als Bonus? Schaden von Kugeln und Pfeilen. Wenn der Gegner unversehrt ist, 9%. Das ist richtig gut, ey. Oha, der Effekt ist ja mal mega gut. Ja, diese ganzen Beschwörerkerzen, ihr wisst ja, ich benutze diese ganzen Items eigentlich gar nicht. Könnt ihr rein theoretisch auch alle verkaufen. Bis ich Millionär bin wahrscheinlich. Was hat er denn jetzt gemacht? Und der ist schon härterer Brocken, glaube ich. Aber man kann gut so Haya-Sachen gefarben, muss ich sagen. Also dafür ist diese Mission hier gut geeignet. Aber auch um das hier zu machen. Einfach Headshots, was? Oh! Alter, was hat denn der für Kombos? Das ist ein Hund, Alter. Was macht der für Kunststücke? What the fuck? Da ist ein dunkles Reich. Wo geht's hier oben lang? Ach, hier ist... Ah, ja. Okay, ich verstehe. Schauen wir doch mal, was jetzt hier los ist. Oh, das ist eine Spinne. Okay. Oh, das wollte ich gar nicht. Ja.
Schwer war das jetzt nicht. Was macht denn der da oben? Kommt der jetzt her? Warte mal. Komm her hier, Enki. Hey, Enki! Bleib stehen! Okay. Ich nutze jetzt einfach mal die heiße Quelle hier, ziehe mich mal kurz nochmal aus. Aber so eine heiße Quelle, ey. Und auch bei einer Sauna. Obwohl es halt wirklich, ne? Also, man muss es ja mal so sagen, wenn man meistens in der Sauna ist und da die Frauen manchmal so oben ohne sitzen. Ich war ja nur zweimal in meinem Leben in der Sauna, weil ich finde das einfach viel zu krass. Da muss man ja sagen, sind meistens Frauen drinne. Da will man die gar nicht oben ohne sehen. Ist einfach so. Vor allem, wenn man Single ist und man sich denkt, man darf gucken. Oh ne, jetzt habe ich ja wieder resettet, ich vollhorst. Das war ja mal wieder anders klug, ey. Das war ja mal wieder ein Schuss in den Ofen. Aber wir gehen mal hier lang. Wow! Oh, mit Besuch zusammen, oder was? Komm mit, mein Freund. Au, der trifft mich ja noch von da. Mehr. Angst, runter zu fliegen, ne? Oh, ich habe ja den! Oh, das wusste ich gar nicht. Ach, das funktioniert. Voll gut. Ich habe vergessen, dass ich nicht mehr meine Skelettschützen habe. Ach, Mann, ey. Sind die schon mal weg, ey. Die gehen mir mal mega auf den Geist. Ah, weil wir jetzt hier eine Geister haben, wieso man versteht, ja, ich glaube schon. Oh, Junge, Junge, Junge. Als wenn ich dich nicht sehen würde, Mann. Guck ihn dir an, wie süß er da ist. Tschüss. Ich bräuchte mal wieder ein paar Pfeile. Ich hoffe, dass die Skelettschützen oben ein paar Pfeile hatten. Würde ich sehr begrüßen. Da kommt wieder ein Hund raus. Nee. Doch wohl kein Hund. Moment mal. Das Gewehr. Okay, ich habe leider den Angriff halt auch komplett verkackt gehabt, aber egal. Gibt's Pfeile? Blindschussmunition, auch nicht schlecht. Ja, dann benutze ich halt mal das Gewehr ein bisschen. Und der hatte gar nichts dabei. Finde ich nicht korrekt. Kann man hier irgendwie rein? Ja, ne? Hier muss jetzt aber wirklich der Shit drin sein. Eine edle Dunkkugel. Oh, fängt das jetzt schon wieder an? Fängt das an mit dem Dunkfreund? Wie viel haben wir denn von dem Mist schon? Eine. Es gibt ja Dunkkugeln und edle Dunkkugeln. War das so? Normale Dunkkugeln habe ich gar keine anscheinend. Naja. Vielleicht braucht er auch nicht mehr so viele wie bei Neo 1, auch wenn ich nicht denke, dass die das da irgendwie geändert haben. Das ist so ein bisschen Geld. Okay. Ich wollte gerade sagen, ist es das wert? Hohoho.
Nein, ich bin doch... Boah, das war mega knapp jetzt gerade. Was höre ich hier die ganze Zeit für Geräusche einfach? Das ist doch ein normaler Yokai, also Yoki, ne? Oder? Weg mit dir. Keine Zeit für Viecher wie euch. Hier ist noch irgendwo einer. Ach, guck mal, die hängen da. Aha. Aha. Ja. Nein. Der Griff ist auch echt nicht so einfach, muss ich sagen. Aber das macht so ultra viel Schaden. Also das, ne, macht richtig gut Schaden. Holy. Kann ich den... Da. Höh, ich hab den gar nicht getroffen, was? Und wieder BOOM! Na, diesmal hab ich nicht so viel. Aber reicht. Reicht auf jeden Fall. Ha, jetzt ist hier oben noch irgendwas, ne? Hier kann man auch noch hin. Oh, wie kommt man denn da? Ach, da kommt man hin, wenn man ja. Okay, Moment. Dann gehe ich mal schnell zurück. Komme ich hier zurück? Da war das, ne? Ja. Wir wollen ja alles sammeln. Egal, ob die Mission jetzt hier eine Copy-Paste ist und hast du nicht gesehen, aber... Ich sehe ja doch fast gar nichts, ne? Real Talk, Alter. Ich habe gerade fast nichts ge... Da oben ist noch ein Gegenstand? Da oben ist ja tatsächlich noch ein Gegenstand, ey. Oh, man. Wenn da jetzt nichts Gutes drin ist, ey. Da muss jetzt richtig krasser Stuff drin sein. Ich bin enttäuscht. Und da zwei Steine. Als Disrespect nochmal oben drauf. Einfach mal nochmal Sachen, die ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Richtig nice. Diese Viecher, ne? Bam! Oh, da war gerade der Ton weg. What the fuck? Habt ihr das gehört? Hat schon wieder mein PC gesponnen. Da muss halt gerade anscheinend ein riesiger Cut gewesen sein. Mann, diese Fliege! Die ist schon seit der letzten Folge da, aber die geht einfach nicht raus. Ich war die ganze Zeit gerade weg. Da hättet ihr doch mal rausfliegen können. Mann, ey. Wir haben übrigens schon wieder fast genug für ein neues Level-Up. Voll nice. Ich glaube, wir sind doch gleich in unserem Ziel. Habe ich jedenfalls zum Urin. Unten ist noch was. Hier ist gar nichts mehr, aber hier ist bestimmt auch irgendwo ein Gegner, oder? Der ist da unten. Der ist nicht funktioniert. Oh, der macht den Angriff. Okay, ist also groß. Ach, Mann! Okay, mittlerweile muss ich sagen, mag ich Phantom doch mehr.
So, jetzt hab ich dich. Du blöder Vogel. Oh, ich habe so Haya-Kyras, nice. Das muss ich mir gleich mal anschauen. Das Ding ist, da muss ich ihn wieder umändern. Oh, der ist auch noch richtig gut. Ah, den benutze ich aber noch nicht. Weil, wie gesagt, ne, ich möchte wenigstens dann noch gut aussehen. Das ist mir wichtig. Ist das da nicht Mumio? What the fuck? Oh Gott. Hä? Mann, jetzt geht drauf. Wird diese Person aber nicht. Oh, ist dann Seelenkern? Nein. Nee, Gott sei Dank. Oh, ich dachte schon, das wäre ein Seelenkern von dem Karasaro. So, ihr wisst schon, dem Vogel halt. Ah, das war eine... Boah. War jetzt keine super einfache Mission. Der Bosskampf war jetzt gerade echt schwer. Also es war kein Boss, aber... Man hätte ihn als Boss durchgehen lassen, ne? Können. Durchgehen lassen können, so. Haben wir jetzt eigentlich ein Level abbekommen? Vom Amrita? Ich glaube nicht, ne? Ah, 74.000, Mann! Die geisterhaften Erscheinungen waren also das Werk von Yokai. Hätte ich das gewusst, wäre ich mitgekommen. Nun, wie dem auch sei, gute Arbeit. Hier ist dein Anteil der Beute. Nur zu, nimm ihn. Hm, was ist denn los? Wieso starrst du mich so an? Willst du mir etwas sagen? Habe ich etwas im Gesicht? Ja, ja. Von wegen, ich glaube, die mag ihr ganzes Volk nicht. Vielleicht hat sie es auch schon in der Story gesagt. Ich bin mir da nicht sicher. Aber sonst würde die nicht wollen, dass ich da ne, die platt mache. Hä? Hm. So, haben wir irgendwas Neues Geiles bekommen? Nö. Oh. Warte mal. Oh nee, das ist ja deutlich schlechter. Liegt aber auch tatsächlich nur daran. Alter, in Weiß, ey. Also, ne, jetzt mal ehrlich. Bis auf diese Iron Man Challenge, dass man ja alles in Weiß tragen soll, sehe ich keinen Grund, dass Leute das auch tatsächlich sonst machen. Selbst wenn die Verteidigung von der Maske jetzt hier statt viel, wenn die Maske jetzt hier statt 74, 67 dann auf einmal, keine Ahnung, 90 hätte, würde ich die nicht nehmen, weil die einfach weiß ist. Die hat einfach nur zwei Effekte. Das ist halt komplett dulli. Aber naja, gibt bestimmt Leute, die machen das. Ich nicht. Wir sind zur nächsten Folge von Neo 2. Zur letzten Nebenmission erstmal, glaube ich, morgen. Und dann sehen wir weiter, wie es in der Hauptmission weitergeht. Oder? Oder nicht? Doch, eine Nebenmission noch. Ein förmlicher Kampf. Die ist wahrscheinlich sogar richtig kurz. Vielleicht fangen wir sogar noch die Hauptmission nächste Woche an. Nächste Woche, morgen meine ich. Haut rein und tschüss.